Hallo, herzlich willkommen zu meinem ersten Hauptprojekt, Let's Play Dark Souls. Ich möchte mit diesem Let's Play einige Leute auf dieses Spiel aufmerksam machen und neugierig machen, es selbst zu spielen. Anderen möchte ich es einfach zeigen, weil sie es nicht spielen wollen oder können, weil es eine Reputation hat, dass es ziemlich schwer sein soll. Andere können es nicht spielen, weil sie partout einfach keinen Controller mehr in die Hand nehmen können. Das gibt es auch auf PC. Das Problem ist, ich habe es ausprobiert, die Keyboard-Steuerung von dem Spiel ist absolut grottig, weswegen dass man am besten mit einem Xbox-Controller am PC spielt, aber für die, die keine Controller mögen, ist das nicht unbedingt eine Lösung. Deswegen ist dieses Let's Play auch für die. Und ich möchte zuerst mal eine Warnung aussprechen, beziehungsweise eine Bitte. Wenn euch das Spiel gefällt, dann hört so früh wie möglich auf, meine Let's Plays oder andere Videos von Dark Souls zu gucken. Wenn ihr das nämlich guckt, dann nehmt ihr euch sehr, sehr viel von eurem eigenen Spaß weg. Und damit meine ich Exploration und die eigene Lernkurve und so weiter. Genau das ist nämlich, was den Spaß bzw. die Herausforderung am Anfang an dem Spiel ausmacht. Und wenn ihr das alles schon kennt, dann ist ein Großteil der Schwierigkeit, der Herausforderung schon weg. Und ihr werdet wahrscheinlich nie in den vollen Genuss von dem Spiel kommen. Deswegen beachtet das. So, wir machen ein neues Spiel. Was ich vorhabe, ist einen Charakter zu machen, der sowohl Beweglichkeit als auch Intelligenz benutzt. Ich möchte nämlich einen Nahkampfzauberer machen oder einen Vollzauber, bin ich mir nicht sicher. Ich werde trotzdem Beweglichkeit auf einen gewissen Grad skillen, damit man Sachen, die auf Beweglichkeit skalieren, auch noch nutzen kann. Außerdem, wenn man Beweglichkeit skillt, werden Angriffe und manche Zauber-Animationen schneller gemacht. Ich glaube, es kommt so ab 35 Beweglichkeit oder so, ich weiß es nicht. Wollen wir ihm mal einen Namen geben? Wie wollen wir ihn denn nennen? Oder sie? Weiß ich noch nicht. Ich nenne ihn mal Arvis. Wenn ihr wisst, woher dieser Name kommt, dann seid ihr großartig. Männlich, klasse. Ich bin mir nicht sicher, ob ich zuerst Dieb oder einen Zauberer machen soll, vielleicht einen Pyromant. Weil ich am Anfang gerne den Nahkampf pushen möchte, ist der Dieb wahrscheinlich besser, weil er schon mit sehr viel Beweglichkeit anfängt. Andererseits hat der Zauberer direkt am Anfang schon Zauberei-Slots, ich glaube 3 Stück. Zauberei-Slots sind halt die Ausrüstungsbereiche, wo man einen Zauber ausrüstet. Die meisten Zauber benutzen nur ein, manche auch 2. Und wenn er schon 3 Stück hat, dann hat man da sehr viel Auswahl, was man machen möchte. Und ein Pyromant fängt mit wenig Beweglichkeit an, hat aber schon eine einigermaßen gute Waffe. Beweglichkeit ist auch Intelligenz ist nicht übel, aber der Dieb ist aber auch nur, der ist sogar noch besser bei Intelligenz. Ja, das ist eine sehr schwere Entscheidung. Ich denke, ich werde mit dem Pyromanten anfangen. Der hat nämlich auch schon einen Zauberei-Slot und fängt mit Pyromantie an. Der Vorteil bei Pyromantie ist, man muss dafür keine Intelligenz, Wille oder sonst irgendwas skillen. Man muss nur die Pyromantie-Flamme, das ist eine Art Handschuh, das gilt aber als Waffe, einfach upgraden lassen. Das geht halt nur erst ein bisschen später, aber damit kommt man klar. Dann kann man hier ein Geschenk auswählen, mit dem man halt anfängt. Ich nehme für gewöhnlich den Generalschlüssel, wenn man damit einige Türen öffnen kann, für die man normalerweise einen Schlüssel oder die man nur von der anderen Seite aus aufmachen kann. Und damit kann man sich, wenn man sich ein bisschen in dem Spiel auskennt, einige Ausrüstungsgegenstände früher bekommen.
Ich werde mir überlegen, ob ich damit später ein paar Bosse überspringe, um mir ein bisschen Mühe zu sparen, um dann später in diese Bereiche zurückzukehren. Ich nehme hier fast immer kräftiger Rumpf, weil da sieht er ein bisschen kantiger aus. Gesicht nehme ich meistens Ferner Osten. Frisur, gucken wir mal. Ja, Frisuren sind nicht der Bringer. Ich weiß nicht, wie hell das bei euch ist, deswegen. Naja, ich nehme jetzt einfach den hier. Verpasst dem rote Haare, damit man ihn auch schön sehen kann, wenn er mal ausnahmsweise mal keine Kapuze anhat. Und los geht's. Das Intro-Video. Und ab. Then there was fire, and with fire came disparity, heat and cold, life and death, and of course, light and dark. Then from the dark, they came and found the souls of lords within the flame. Nito, the first of the dead. Witch of Izalith and her daughters of Chaos. Gwyn, the Lord of Sunlight, and his faithful knights. And the furtive pygmy, so easily forgotten. With the strength of lords. Challenge the dragons. Gwyn's mighty bolts peeled apart Eskan skins. Witches weaved great firestorms. Nito unleashed a miasma of death and disease. Thus began the Age of Fire. But soon the flames will fade, and only dark will remain. Even now, there are only embers. Man sees not light, but only endless nights. And amongst the living are seen carriers of the accursed dark side.
dark sign brands the undead. And in this land, the undead are corralled and led to the north. Where they are locked away to await the end of the world. This is your fate. So, das war die Anfangssequenz. Und wie in sehr vielen Rollenspielen fängt man in einer Gefängniszelle an. Naja. Und wie es Zufall so will, war jemand so nett und hat uns eine Leiche mit dem Schlüssel runtergeworfen. So. Man fängt nicht wie im Charakterfenster gesehen sofort mit der Waffe und dem Schild an, was da war. Sondern jeder fängt mit so einem zerbrochenen Schwert an. Aber die Sachen findet man direkt im Anfangsbereich. Außerdem einige Klassen, wie hier der Pyromancer, der Jäger, Zauberer und ich glaube sogar der Kleriker, finden noch ein weiteres Item, was zu ihrer Klasse gehört. Im Falle des Pyromancers wäre halt das halt die Pyromantieflamme. Und ich habe auch schon einen Pyromantie-Zauber, nämlich den Feuerball. Und der wird erstmal für eine ganze Weile ordentlich Schaden austeilen können bei den ganzen Gegnern. So, jetzt gucken wir mal hier hoch. Und da oben ist auch schon der erste Boss. So, jetzt denken die meisten, die hier zum ersten Mal anfangen. Oh Gott, muss man sofort gegen den Typen kämpfen mit einem zerbrochenen Schwert? Nun, naja, man kann. Ich habe schon jemanden gesehen, der irgendwie eine halbe Stunde bis Stunde da auf den Kerl rumgehauen hat. Mit dem zerbrochenen Schwert hat gewonnen. Und andere sind hier einfach herumgeirrt und haben nicht dieses Tor hier gesehen. Aber was heißt rumgeirrt? Sie haben einfach weitergekämpft, ohne es zu merken. Und ich muss zugeben, ich gehörte auch einer von denen, die stundenlang versucht haben, gegen den zu kämpfen. So wie die meisten anderen, denke ich auch. An die das Tor beim ersten Mal schon gefunden haben. Gut für euch. So, wir machen hier Pause. Und ich mache einen Cut.